Hallo und wunderschönen guten Tag zu Let's Play World of Tanks. Ja, jetzt ist schon fast zu spät. Live! Ja, richtig. Und ich spiele den M4 Improved für euch. Den habe ich, glaube ich, noch nie gezeigt. Und dementsprechend ist es jetzt eine Premiere. Ja. Also wie gesagt, die Fahnen bin ich zu 100% noch nicht. Aber ich glaube, ich habe ihn auch noch keinesterweise irgendwo mal verwurstet. Also dementsprechend bin ich schon sehr gespannt, wie man hier performt. Ich muss auch gestehen, das ist meine eigene allererste Runde. Aber, ja, der ist doch ganz mobil. Top-Tier ist auch schön. Also, die Basis für eine vernünftige Runde stimmt. Ich würde jetzt falls auch so dahin, wo der T-67 hinfährt. Allerdings werde ich hier den etwas längeren Weg in Kauf nehmen. Weil gefühlt zur Zeit, je nachdem, immer egal wo, wenn ich hier vorne durchfahre, schaffe ich es aufzugehen. Dementsprechend sicher ist sicher. So, jetzt diese Option. Und jetzt hier so ein bisschen dann loswirken. Artis muss man natürlich auch immer aufpassen, ganz klar. So, mein Kollege hat es da schon festgestellt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ist weg. So, aufpassende Grati. Jupp, genau die. Arti ist hier natürlich, also hier oben ist das erklärte Lieblingsziel der Arti. Na, traut sich nicht wirklich der Chino? Dann halt auch ihn. Leider nur ein Hit möglich gewesen. So, wenn ich jetzt den Chino weg... genau, perfekt. Der Chino wurde weggedrückt, weil jetzt können wir den anderen hier ins Heck nämlich fahren. Sofern keiner mehr da ist. Schaut aber gut aus. Jo, genau das war das, was ich haben wollte. Oh, der ist schon tot. Jo. So, der ist weg. Und jetzt denen hier ein bisschen ins Heck schießen. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. So. Kritischer Treffer. Ah, abgeprallt. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Okay, zerstört. Jetzt kommen die Jungs rum. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh, das ist aber fies, du. Der ging nicht durch. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. So, jetzt hat er geschossen. So, der ist weg. Der ging voll durch ihre Panzerung. Schön davor gefahren. Schade, dass die Arti nicht weggeräumt hätte. Das hätte den Creed so ein bisschen bezahlt. Aber hier in dem Fall für ihn milde ausgegangen. Aber ich muss sagen, der spielt sich sehr rund, spielt sich sehr angenehm. War natürlich jetzt auch eine easy, schnelle, leichte Runde, muss man mal ganz klar sagen.
Mathilda da drüben. Jetzt ist noch die Frage, wo ist der PZ? Wahrscheinlich bin es ich wieder mal, der den findet und dementsprechend den First Shot bekommt. Wo ist die Arti? Ich habe keinen sechsten Sinn drauf, deswegen, selbst wenn ich offen bin, ich habe keine Ahnung. Ah, die sitzen ja immer ganz gern da hinten im letzten Winkel. Nur diesmal nicht. Ungewöhnlich. Aber dann nehmen wir wieder Fahrt auf und fahren mal da runter. So, der M2, der kappt. Deswegen 50 Sekunden haben wir noch, um hier was entweder zu schaffen oder halt nicht. Kleiner Jump muss mal drin sein. So, jetzt fahren die anderen da wohl auch noch in Cap. Ist echt interessant, wo die sind. Ah, da. Auto-Aim. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ziel erfasst. Ich sehe sie nicht mehr. Ah, ich dachte, ich krieg vielleicht noch einen Hit raus. Aber in dem Fall leider nicht. Und der Churchill hat auch noch den M2 gekillt, weil er gekappt hat. Naja. Sei es drum. Eine gute Runde. Erster Klasse direkt in der ersten Runde. Das kann man doch wirklich lassen. Und wir haben ja einen Tier 5 Premium-Panzer. Dementsprechend gab es auch noch vernünftige Credits. 1471 Schaden gemacht. In Schaden und XP auf Platz 1. 44.522 gab es raus. Und wir haben sogar 95 Schaden abgewehrt. Ja, ich denke, das war eine schöne Runde, auch mal hier mit dir zu zeigen. Nicht immer nur die High-Tier-Gefechte. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ansonsten würde ich mich über ein Däumchen freuen oder einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.